Leute, ganz ehrlich, was macht der? Ich bin im Auto, Sheriff. Hallo? Wer dürfte jetzt bitte... Das war gerade echt meine einzige Hoffnung. Ja, wie soll das machen, wenn beim Flugzeug das keinen Rückwärtsgang hat? Scheiße, ne? Ach, runterrollen. Gott, ich sehe schon, dass ich das so oft probieren werde. Ich hoffe, das ist total langweilig so. Ich werde auf jeden Fall eine Außenperspektive fliegen. Ja. Die Innenperspektive ist zwar echt schön und gut, aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich es rum habe. Gott, wenn es diese Mini rumwirft, dann wird die Aufgabe ja unmöglich. Für mich. Und starten. Hallo Tower, habt ihr Start erlaubt? Ja, egal, ihr fliegt doch schon. Ach ja, stimmt. So, ich werde hier so langsam wie möglich durchfliegen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Aufgabe nicht komplett schaffen werde. Hui. Oh Gott, der geht nach oben und unten viel zu langsam, aber nach vorne und hinten viel zu schnell. Scheiße. Kreisen und landen. Aha! Lande Autopilot! Aha! Wenn wir mal wieder nach innen gehen in das schöne Cockpit. Und mach den Autolandepilot wieder aus. Und fliegen mal ein bisschen so. Deswegen ist ein bisschen leiser. Fliegen vor und kreisen. So, landen werde ich auf jeden Fall mit dem Autolandepilot. Das könnte mir nicht antun, dass ich es nicht mit dem mache. Oh Gott! Bis jetzt läuft ja ehrlich gesagt alles ganz gut. Ich meine, ich bin nicht abgestürzt und ich bin schon glücklich darüber, ne? Aber letztes Mal war ich mich irgendwie verflogen und deswegen habe ich es nicht geschafft dazu. Und so weit war ich doch. Ich weiß nicht, ob ich so weit war. Ich glaube schon. Wie jetzt? Komm einfach landen. Okay, ich muss aber. Ich sehe, wo ich hin muss. Vollgas! Mit Vollgas sind wir da auf jeden Fall schneller. Ich meine, wir haben mit 600 km/h kommt schon 700. Und ihr seht, das rattert einfach nur so weg. Also mit den Shadow Days hätte man gar keine Probleme mehr, irgendwo hinzukommen. Ach, okay, wir sind gerade da drin. Und wie schnell das einfach geht. Ich meine, jetzt macht es mal tschupp und schon wieder weg. Auf jeden Fall richtig schnell. Gehen Sie einfach zu. What the fuck? Ausfahren! Ausfahren! An! So, da wirst du, soweit ich weiß, nur noch von uns, dass wir landen. Also werde ich einfach mal den Landeautopilot einschalten und hoffen, dass es so funktioniert. So, um hier schön zu schauen. Wir werden über die Insel gucken. Schöner Ausblick über die Insel. Fliegt ein bisschen tiefer als die Ringe das wollen, aber das ist mir egal. Leute, bitte flieg nicht ins Wasser, Chat. Boah. Das sollte eigentlich auf gleicher Ebene mit den Rings, also fast auf gleicher Ebene. Weil die, ja, für die auch zu starten war, ne? So.
Deswegen habe ich den, da habe ich den Autopilot natürlich nicht drin, das fliegt alles ich, ja, natürlich. Wie seht ihr hier, habe ich meine zwei Steuerknüppel in der Hand. Mach alles ich, na. Oh Gott. Also wenn man so gut wie der Auto dann der Pilot ist, dann ist man gut. Und wir landen. Bremsen! Bremsen! Oh, bitte, wir müssen nicht noch was machen. Bitte, bitte, bitte. Ich werde mal kurz hier gucken. Wieder raus hier. Und bremsen. Ja! Nein! Achso, nur starten. Jetzt meine nächstes. Beschleunigen. Und hochziehen. Das ist echt kein Problem. Oh Gott. Ich muss auch noch kämpfen. Oh, ich hab Angst. Okay, es funktioniert. Das war's dann auch mit den Waffen. So, hier. Da hab ich ein bisschen mehr. Okay, die schießt mal richtig schnell. Den Autoschwebeflug an. So, und jetzt haben wir hier eigentlich den Heli. Oder fast. Bis auf, dass es keinen Autohuber gibt. Ich sehe ja auch den Und ich will nicht laufen. Ah, genau so will ich das. So, jetzt noch schießen. Am besten irgendwie. Bitte. Gott sei Dank, ich stelle es nicht. Das tut mir ganz ehrlich zu. So, wieso hatte der Arschspeis ein bisschen Arsch abzuhören? Oh, ist das laut! Das muss leiser sein. Ist immer noch so laut. Okay, dann. Boah, ich dachte, ich wäre echt gefallen, oh Mann. So, die Kurve. Hoch. Vorne. Hoch. Gott, zu schwer. Nach vorne. Tschüss. Oh Gott, ich hab gewusst, dass es geschafft hat. Ich hab's echt gewusst, dass das hat nicht funktioniert. Ich sag's doch, das hat nicht funktioniert. Ich hoffe, dass ich nicht umkippe. Nicht umkippe. Gut so. Okay. Und schießen. Oh nein! Bitte nicht! Nein! Das werde ich nicht nochmal neu machen, Gott, ganz im Ernst.
Ich habe gesagt, dass ich kann nicht fliegen und so. Das werde ich alles vielleicht auch offscreen machen, damit das so gut ist und so. Nein, ganz ehrlich, bitte nicht mehr. Das können wir dann am Ende nochmal versuchen, wenn ich ein bisschen besser bin. Herzlich willkommen in... Aufgelistet, okay, genau, da unten wird es aufgelistet. Einfach so Abbefehle, erzeugt. Leertaste. Okay. Was die Offiziere gemacht haben. Was wäre dann schlimmer? Okay, jetzt kommt er. Neues Sammeln. Das habe ich auch gar nicht so leicht, wenn man da nicht zuhört. Haben wir vor mir. Und einsteigen. Two. Driver, get in that car. Roger. Driver, get in that car. Ansonsten Fehler auf der Karte verlaufen wieder mal. Also ich werde sie mit Leertaste. Alle Heilern aus. Klicken Sie auf die Karte, um einen fehlerigen Mausgriff. Prinz Geist. Okay. Was ist das dorthin? Okay. Ha, ich hab's geschafft! Okay. Ja. Oh Gott. Zwei. Ich bin nur behindert in einer Liste aller derzeit verfügbarer Ziele, die allen zugeteilt werden können. So, ich werde es einfach mal vorlesen. Das Angriffssynus. Das Kampfverhalten der Einheit fest. Sie können das Feuer untersagen. Die Einheit erlauben, nach Belieben zu feuern oder der Einheit befehlen, die Umgebung zu kontrollieren. Dieses Menü beinhaltet eine Liste aller Fahrzeuge in der Nähe, welche ausgewählte Einheiten besetzen können. Das Statusmenü zeigt Ihren aktuellen Status als Gruppenführer. Können Sie den Status anderer Einheiten erfragen? Hier finden Sie eine Liste der womöglichen Aktionen der ausgewählten Einheit. Diese Aktion selbst wird wie das Aktionsmenü der Einheit. Hier können Sie das Verhalten einer Einheit kontrollieren. Sie können zwischen dem Kampf- und Sicherheitsmodus wechseln und den Reaktionsmodus der Einheit einstellen. In diesem Menü können Sie Gruppenformationen kontrollieren. Und noch die neuen. Dieses Menü dient dazu, eine Gruppe kleinere Gruppen aufzuteilen und das Kommandieren über mehrere Einheiten zu erleichtern. Three, follow one. Sie können nun einige ihrer untergeordneten Einheiten Befehle zuteilen. Nutzt die hierzu F1 bis F10 Tasten. Jede Taste wählt die entsprechende Einheit aus. Ihr Kommandoleiste. Einheit aus. Ihrer Kommandoleiste aus, okay. Die F11 und die F12 Taste werden im Falle, dass mehr als 10 Einheiten gibt, zum Durchsuchen der Einheiten verwendet. Wählen Sie Rodriguez mit F3 aus, mache ich. Befinden Sie Rodriguez in den Humvee einzusteigen, in dem Sky sich befindet. Klick auf das Falls der Karte einsteigen. Klick zu viel. Aufsteigen, okay. Jetzt weiß der hier oben. Okay, wie ging das nochmal? Zwei? Drei? Vier? Drei? Vier? Fünf? Sechs? Sieben? Acht? Neun? Zehn? Nee, null. So? Oh. All board that car. Rein da. Ist er drin? Jo. Ich dachte gerade erst, das wäre das, aber nein. Das ist er nicht.
Keine Ahnung, warum die jetzt stehen. Okay, oft können sie über Teamwechselfunktion direkt über einen Untergebenen, ja, wechseln. Aktivieren Sie die Funktion über das Wechseln zu Symbol im Schnellbefehlmenü. Es darf nur eine Einheit dort gewählt sein oder indem Sie eine Einheit aus der Liste auswählen, die Sie durch T aufrufen. Wechseln Sie zu Sky. Okay. Der war die 2. Und zwar will ich zu einer 2 wechseln. Kehren Sie zur Basis zurück. Das grüne Icon markiert Ihre Position und die Ihres Anführers. So. Okay, hier links die, das Ding da markiert meinen Anführer, den ich gerade selber noch war, aber komm, scheiß drauf. So. Letztes, wo ich die Mission gemacht habe, also nicht letztes, schon ziemlich lang her, da bin ich nicht in den erstbesten Busch gefahren. Geil, ich kann hupen. Da, jo, hat das irgendwie nicht so geschafft funktioniert. Der ist erstmal 10-mal gegen die Wand gefahren. Ah, nein, ist so. Wir fahren einfach querfeldein. Das war ein bisschen langsam. Also von außen. Unser schöner Hamm.